Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Apfel-Schoko-Muffins. Keine Cupcakes, sondern Muffins. Das sind super, super saftige, leckere, schokoladige Muffins. Dafür braucht ihr 300 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 300 Gramm Butter. Das tut ihr alles zusammen in eine Schüssel. Und lass das schön cremig rühren. Ja, cremig. Nach und nach lasst ihr dann die Eier hinzulaufen. Oder schlagt nach und nach die Eier hinzu. Heute habe ich wieder meine tolle Küchenmaschine benutzt. Aus dem einfachen Grund, weil ich nicht 6 nur gemacht habe, sondern 24 Stück. Also das ist das Rezept für 24 Stück. Weil ich die für einen Geburtstag gemacht habe. Und wenn das Ganze cremig geschlagen ist, kommen nach und nach die Eier hinzu. Ja, und dann halt alle 5 Eier drunter schlagen. Und wenn ihr damit fertig seid, kommen 300 Gramm Mehl und ein Päckchen Backpulver hinzu. Bei mir ist leider das Handy ausgegangen, weil das Akku leer war. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mit dem Teig fertig war und ihn per Hand gerührt habe, wie ihr das jetzt gerade seht. Und dann fügt ihr einfach noch Schokostreusel oder Schokodrops. Ich habe jetzt diese Schokodrops genommen. Weil ich finde, da muss man keine geraspelte Schokolade nehmen, weil die auch immer so, ja, wie soll ich sagen, die ist immer so klein und flockig. Ja, und das rührt ihr halt da drunter. Ich habe jetzt einmal 250 Gramm gemacht, das reicht eigentlich schon. Aber weil ich auf Schokolade stehe, habe ich nochmal eine Packung reingetan. Und natürlich kommen dann auch noch die Äpfel hinzu. Ich habe 3 Äpfel geschält, entkernt und hier in diesen Speedy reingepackt, der mir die zerkleinert hat. Und dann habe ich die einfach unter den Teig drunter gehoben. Und das war es dann eigentlich auch. Dann könnt ihr die Muffins portionieren. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, ich glaube. Ihr habt das verstanden, wie ich das mittlerweile mache. Ich mache das mit einem Eisportionierer. Und dann kommt das Ganze bei 200 Grad, nee, 150 Grad für 20 bis 25 Minuten in den Ofen. Ihr macht am besten die Stäbchenprobe. Wie gesagt, mein Ofen ist kaputt, deswegen bei mir hat das länger gedauert. Aber bei euch kann das auch kürzer dauern. Und dann würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, die Muffin-Cupcake-Reihe hat euch Spaß gemacht. Und nächste Woche kommt ein Haul, Bastel-Haul. Darauf könnt ihr euch schon freuen. Tschüss und bis nächste Woche.